dann noch, ja. Ich würde sagen, da machen wir es mal mit der Einbahnstraße, einfach zur Entlastung. Kommt hier eine Einbahnstraße bis nach da hinten. Dann kommt von da hinten eine Einbahnstraße bis hier vor und von da vorne eine Einbahnstraße bis da. Weil die können ja immer noch mitten durchfahren. So. Eigentlich können wir das hier genauso regeln. Das entlastet den Verkehr hier vielleicht auch ein bisschen. Ah ne, das ging da ja irgendwie nicht. Stimmt, das habe ich ja schon mal probiert. So, jetzt entsteht aber, glaube ich, wieder Gammelindustrie. Deswegen machen wir erstmal auf Pause. Was entsteht denn da gerade? Maschinenarbeiten. Ja, ihr könnt mich mal, ihr Pisser. Scheiß entstehen da Maschinenarbeiten und so, ne? Bevor ihr hier nämlich irgendwas baut, ja. Nachfrage ist immer noch gering. Das heißt, wir werden hier erstmal zuallererst ein bisschen in den Finanzen rumpfuschen. Pfuschen. Wo ging pfuschen? Finanzen, Nähe, wo war denn der Dreck? Da unten natürlich. So, Steuern, ist doch klar. Steuern, so, hier. Einfache Nähe, da wollen wir nichts. Agrar, da, Schwerindustrie. Hier, ihr werdet erstmal ordentlich gebasht und zwar auf 14%. Mit so einem Scheiß geben wir uns nämlich nicht mehr ab hier mit Schwerindustrie und so. Das wollen wir nicht. Und ja, ihr bekommt wieder normale Steuern, herstellende Industrie. Ihr seid ja jetzt hier schon Standard mittlerweile. Ihr kriegt sogar ein bisschen höher. Und die Hightech-Industrie, die subventionieren wir nochmal ein bisschen. Das heißt, also wir subventionieren sie nicht, aber wir nehmen ihnen erstmal Steuern ab. Vielleicht passiert da ja noch was. Ja, die Leute sind ja ultra zufrieden mit mir. Das heißt, was macht man, wenn Leute zufrieden sind? Man wirkt denen ordentlich was rein. Gewerbebüros, Dienstleistungsbetriebe. Ja, hier, ihr. Euch gibt ja schon unglaublich viel hier. Das heißt, ihr könnt mal ein bisschen mehr abdrücken. Gehen wir mal auf 10% hoch. Und ja, die Reichen. Nee, die wollen wir nicht vergraulen. Die mögen wir so sehr. Aber beim Mittelstand kann man immer gut zapfen. So, und die Armen, ja, die haben schon so wenig, den gehen wir nicht auch noch ans Leder. So, Agrarindustrie. Wisst ihr, was wir damit machen? Das machen wir damit. Die zahlen nichts mehr, bis sie sich angesiedelt haben. Dann pumpen wir die leer. Aber, ja. So weit, so gut erstmal. Dann fehlt natürlich noch, was, und zwar Rohr. So, das legen wir ein Rohr von da darüber. Von hier hinten, dann hops, jetzt passiert mal derselbe Dreck schon wieder wie schon mal. Ah nee, diesmal connectet er die Rohre sogar. Und dann hier hinter. So. Das sieht jetzt nicht hübsch aus, darum mache ich da noch so ein Viereck draus. Einfach weil ich es kann. Und dann kommt hier noch ein Rohr zurück. Klack. Jetzt sind die schon mal mit Wasser versorgt. So, wie genau funktionieren eigentlich Kläranlagen? Wie genau funktionieren die? Baut man die einfach irgendwo rein und alles wird gut, oder wie? Na, die Kläranlage kommt natürlich in irgendein Schmutzgebiet rein. Am besten hier, da, genau. Ich war mal in der Kläranlage, ist wirklich nicht angenehm. Ist wirklich nicht angenehm. So, jetzt hat die Kläranlage da, glaube ich, so ein paar Rohranschlüsse, so da. Oder da? Keine Ahnung, ich schließe einfach mal beides an. So. Und das da kommt auch nochmal dran, weil ich einfach nicht weiß, ob es dran soll oder nicht. Jetzt ist die Wasserverschmutzung hoffentlich ein bisschen gedämmt. Da kommt auch nochmal ein Rohr hin. Rohre kosten ja nichts. So, ist hier noch irgendwas braun, also nicht mit Wasser versorgt. Ja, jetzt endet es alles wunderbar, gell? Dann machen wir zumindest mal wieder Play. Und gehen wir wieder in den oberirdischen Modus. Und ihr stellt hier keine scheiß herstellende Industrie mehr hin. Ich meine, wir haben hier herstellende Industrie mehr als genug mittlerweile. Da herstellen, herstellen, herstellen. Hier haben wir noch die ganze Schwerindustrie. Die drücken noch ordentlich Steuern ab demnächst. Ich will Hightech-Industrie, aber dafür ist die Bildung, glaube ich, noch ein bisschen zu niedrig. Aber letzten Endes könnten sie hier mal Hightech-Industrie hinbauen. Sie könnten. Haben zumindest mal die Gelegenheit dazu. Was ist mit den Leuten hier los? Ach, die Straße ist immer noch zu. So, wisst ihr, was wir da jetzt mal machen? Kriegt einfach noch eine Straße. Und zwar wird das hier, das, ich weiß nicht, ob es euch passt, aber das wird eine neue Hauptstraße. Und zwar kommt die dann von da hinten und geht da durch. So,
So, dann können Sie leider entscheiden, ob Sie links rum oder rechts rum fahren. Und ja, das da können wir eigentlich auch noch anbinden, einfach weil wir so nett sind. Wenn wir schon mal dabei sind, nehmen wir ein fettes Wohngebiet und klatschen das noch hier hinten rein. Nee, nix Straße da, nix da Straße. So, und wo geht noch Wohngebiet rein? Nee, nix Straße. Ich will hier ganz normal ein kleines Gebietchen. So und so. Einfach weil ich es kann und weil ich keinen Platz verschwenden will. So, und hier kann eigentlich noch ein Stückchen Wohngebiet rein, oder? Ja, das mit der Straße da ist aber hässlich, das merkst du schon, oder? Ja, nee, dann lassen wir das. Was war hier eigentlich? Nix? Okay. Ohne Nass kein Spaß. Bürgermeister, die Sims sind keine Maschinen, sie benötigen Wasser zum Arbeiten. Kaum genug Wasser. Oh, naja, jetzt pumpen wir die Nutzung doch ein bisschen hoch. Das heißt, wir brauchen noch eine Wasserpumpe. Muss mich allerdings nicht gleich so anmeckern. So, das ist eine große. Das heißt, wir machen das einfach wie folgt. Wo ist das Ding eigentlich? Das war irgendwo hier mal, gell? Da ist die kleine Wasserpumpe. Dann, ja, reißen wir das neue erschlossene Wohngebiet gerade wieder ab. Dich da auch. Dich auch. Du bist eine kleine Wasserpumpe, gell? Genau. Ja, dann würde ich sagen, du kommst jetzt weg. Tut mich very sorry. Und statt der Pumpe kommt hier so ein fettes Ding rein. So in etwa. Kabumm! Und die liefert jetzt anstatt von 20.000, 200.000. Und irgendwie scheint die nicht gescheit angeschlossen zu sein. Holla. Rohr, da haben wir wahrscheinlich wieder dasselbe Problem wie neulich. So. Jetzt habt ihr Wasser. So, wie gesagt, Rohre kosten ja nichts, deswegen ziehen wir hier auch noch eins durch, nur weil da so ein bisschen braun war. Wo ist da das Problem? Ah, gar keins. Wunderbar, dann zoomen wir ein bisschen raus. Gibt es noch irgendwo Stellen, die nicht so appetitlich sind? Nee, alles schön mit Wasser versorgt. Mann, bin ich gut. So, dann schauen wir mal. Luftverschmutzung, Wasserverschmutzung. Wasserverschmutzung ist in wenigen Zeiten einfach mal rapide gen Boden gegangen. Am Anfang gab es keine, weil es kein Wasser gab. Ja. Aber dann, so, wir haben quasi keine Wasserverschmutzung mehr. Es ist alles perfekt. Ist doch geil, oder? Ohne Nass kein Spaß. Ja, du kannst mich mal. So, dann geht's mal weiter hier. Raus aus der Untergrundansicht. So, ihr dürft euch hier irgendwas bauen. So. Ah ja, mein U-Bahn-Netz. Das schreit nach Erweiterung. Oh Gott, ich gebe schon wieder viel zu viel Geld aus. Wie sieht es mir hier aus mit... Oh, ach du Scheiße. Ja. Baut mal schneller, ihr Industrietypen. Ich würde gern euch mehr Geld abknüpfen. Was macht denn ihr da? Irgendwas herstellen? Ja, herstellende Industrie. Ja. Letztendlich lieben die mich, das heißt, ich erhöhe bei allen einfach mal die Steuern auf 10% bei allen Bewohnern. Außer bei den mittleren, da kommt es auf 11. Dann kann es bei den Reichen eigentlich auch auf 11. So. Große Dienstleistungsgebiete, Betriebe. Wisst ihr was, ihr zahlt jetzt auch alle 10, einfach weil wir so knapp bei Kasse sind. Einfach weil ich es kann dadurch. Wird es zwar nicht mehr so attraktiv, aber das kümmert euch eh einen Scheißdreck, nicht? Weil ihr liebt mich ja. So, Agrarindustrie gibt's eh nicht. Schwerindustrie, die wird jetzt mal ultra ausgelutscht. Vielleicht reißen die dann endlich ab. Und die Hightech-Industrie, ja, das können wir nicht bringen. Und die Herstellende geht auch auf 10,5. Vielleicht nehme ich schon ein bisschen mehr ein. So, was hatten wir hier nochmal an Stadtverordnung? Ja, nichts, wo ich wirklich was einnehme, sondern nur, wo ich was ausgebe. Das brauchen wir eigentlich noch nicht. Ausgaben, kann ich die noch irgendwo ein bisschen eindämmen? Oh Gott, die sind schon viel zu niedrig eigentlich. Schulbus und Ambulanz sind natürlich ganz oben, aber sonst reichen die Gebiete der Schulen und Ambulanzen auch nicht. Ja, Bildung ist eigentlich... Ja, wir müssen da eigentlich schon ein bisschen rein investieren, aber... Aber es passt... Ja, noch haben wir ja eine Ersparnisse. So, ihr habt da nichts mehr Nachfrage, das ist wunderschön. Außer nach Agrar- und Ultra-Hightech-Zeug, was ihr euch trotzdem nicht baut, ihr Helden. Ja, so sieht's aus. Helden habe ich euch genannt.
Bürgermeister von den Massen gefeiert, obwohl ich gerade die Steuern erhöht habe. Das ist doch, das sind mal Bürger, das sind Bürger. Man erhöht die Steuern und sie sagen, way! Ja, die G arbeiten durch die Sauhochschule. Geht's noch wunderbar. Die haben auch kein begrenztes Einzugsgebiet mehr, einfach weil die wahrscheinlich Auto fahren können. Und neben die gearbeiten, du Sau Hochschule, konnten wir doch jetzt eine Unität bauen irgendwo, haben die gesagt. Große weiterführende Schule, städtisches Museum. Ja, Museen können wir auch noch irgendwo hinbauen, aber das kommt dann irgendwo nach da oben und nicht hier unten hin. Warum habe ich eigentlich damals das Ding nicht runter zur Schwerindustrie gebaut? Das war ja mal so dämlich. Oh, was fehlt denn dir? Strom, ja natürlich, dem fehlt Strom. Ja, dann lösen wir das Problemchen doch gleich. Nee, Casino, was suche ich denn? Hier ist Scheißdreck. Da. Strom, Kohlekraftwerk oder... Unsichtbare Wellen. Ja, dann bauen wir mal einen Radiosender erstmal. Der kommt hier zwischen Gewerbe und Wohngebiet. Als Zeichen, dass es eigentlich ganz normale Menschen sind beim Radio. Aber in Wirklichkeit werden die natürlich von mir bestochen, dass die mich anpreisen. So, Radiosender. Werbespots pro Stunde, 8. Welle Pepe. So. Wo war ich denn gerade? Ich wollte ein bisschen hier stromlich was ändern. Ölkraftwerk, Gaskraftwerk. Es erzeugt weniger Energie und verbraucht viel mehr Kosten. Hat viel mehr Kosten, meine ich. Und Kosten ist das, was ich gerade momentan wirklich nicht brauchen kann. Ich könnte 5 von denen bauen. Dann hätte ich 1000 Megawattstunden pro Monat. Ist halt nix, aber dafür keinerlei Umweltverschmutzung. Aber letztendlich sind die halt viel teurer als ein Kohlekraftwerk. Das heißt, wir steigen auf erneuerbare Energien um, sobald wir das Geld dazu haben. Jetzt kommt erstmal hier unten. Naja, nicht ganz so nah. Ein Stück weit weg kannst du schon noch. So, hier unten kommt das Kohlekraftwerk hin. Hier unten ist sowieso mal der Umweltverschmutzungssektor. Einfach weil wir es können, reißen wir nämlich jetzt das andere ab. Das stört mich da oben schon die ganze Zeit. Das ist mir so ein Dorn, ja, weniger ein Dorn. Das ist mir ein ganzer Eisstiel im Auge, das Ding. Das kommt nämlich jetzt einfach weg. Und das neue Kohlekraftwerk trägt den Namen. Das ist das Dreck woanders Kraftwerk. So. Örtliche Finanzierung, ja, das hauen wir mal hoch. Wir haben's ja. So, und dann, wo ist hier Vernetzungsscheiße? Leitung. Komm von da. Hier rüber zum, Ding, ne? Jetzt sollten die schon mal nicht mehr über mangelnden Strom klagen. Wo sieht's denn aus? Energie. Ja, nix, Graf. Ich will hier sowas. Geldbestand im Stadtresor fällt aus allen Wolken. Wir können nicht ausgeben, was wir nicht haben. Letztes Jahr haben ihre Ausgaben die städtischen Einnahmen bei weitem überschritten. Ja, ja. Reduzieren Sie. Ja, das ist mir klar. Ich bin ja schon dabei. Siehst du doch. Pitch. Pitch, habe ich gesagt. Nichts Beleidigendes. Pitch. So. Ich war gerade dabei, zu gucken, wie die Energie hier aussieht. Die sind alle top versorgt. Verkehr ist immer noch ein bisschen zu hoch. Ich wollte das U-Bahn-Netz gerade ausbauen. Zonen. Gewerbe hoch, Gewerbe mittel, Gewerbe niedrig haben wir eigentlich gar nicht mehr. Wohnen hoch ist nur die Ecke da, Wohnen mittel, Wohnen niedrig haben wir auch nicht mehr. Industrie niedrig haben wir hier noch, aber das ist Agrarindustrie, gell? Und ansonsten haben wir hier Industrie mittel oder hoch, keine Ahnung, hoch wahrscheinlich, aber die bauen da trotzdem nichts Gescheites rein. Strahlung haben wir eh nicht, ist alles strahlungsfrei. Müll liegt nur da hinten, Wasserverschmutzung. Bis auf hier im Industriegebiet ist alles crystal clear, würde ich mal sagen. Ja, hübsch, gell? So, Luftverschmutzung. Ah, die ist da unten immer noch ziemlich hart und auf den Straßen, aber ansonsten habe ich sie ja quasi rausgepusht. So, gegen Luftverschmutzung kann man, glaube ich, auch direkt nichts tun.
Außer die Schwerindustrie mal rauskicken. So, der Landwehr, das ist da unten natürlich scheiße, dafür ist er da oben wunderbar. Bürgermeisterbewertung, die finden mich alle voll Knorke. Altersdurchschnitt, ja, die sind alle relativ jung, ist halt eine Stadt für junge Leute. Hier heißt es, dass die Leute wegziehen, sobald sie alt werden. Das wäre schlecht. Gesundheit ist immer noch nicht so pralle.